So, Hallöchen. Ja, und ich möchte jetzt euch auch noch schnell ein Haul bei Shein zeigen und dann noch ein bisschen hier und da. Aber ich glaube hauptsächlich Kosmetik und bei Shein hauptsächlich Kappen. Aber ich fange erstmal mit was anderem an. Ich habe auch noch ganz viel Hosen bei Shein. Warte, die muss ich euch mal zeigen. So, also guckt mal, hier habe ich sogar auch noch ein paar, einen Rock und eine Hose und Collegejacken gekauft. Ich verdecke den Preis, ich gehe mir den Preis immer offen um, aber ich verdecke es trotzdem, weil muss man ja nicht unbedingt genau wissen. Kann man bei Shein gucken. Dann habe ich hier noch ein paar Hosen, mal mit bunten Klecksen und ja, dann die einfach nur kariert. Die ist wunderschön, die hat so Sternchen, die hat einfach wunderschöne Waschungen und Paisley-Muster. Also ich habe da ganz, ganz coole Sachen. Ne? Dann habe ich hier auch noch. Boah, und ich habe ja auch diesen Foundation Balm von Shein getestet. Der ist einfach nur so gut, ne? Ach, ist mir jetzt egal mit dem Preis. Die Größen, die passen auch alle. Ich habe nur ein paar Hosen zurückgesendet, weil die auch so farblich überhaupt nicht waren wie auf dem Bild. Oder da war eine Hose, das war letztendlich irgendwie eine. Da guckt mal, die Hose hier, die ist wunderschön, die ist auch total knackig. Aber irgendwie ist das eine 7/8. Und ja, das sind Männerhosen. Aber außer, die sind ja vom Schnee, die haben ja meistens auch jetzt nicht mehr so einen riesen Bulb vorne, wie sie früher mal hatten. Also mir passen Männerhosen tatsächlich teilweise besser als Frauenhosen, weil ich in Männerhosen endlich mal einen Arsch habe und vorne mehr Platz habe, um meinen Bauchhaut da so reinzustecken. Und blöd ist halt, der Schnitt, manchmal ist der Bund so ein bisschen komisch. Also manchmal rutschen sie einem hinten so ein bisschen runter. Aber gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall habe ich aber auch das tolle Stückchen hier gekauft. Guckt euch das mal an. Das ist eine Holo-Hose. Eine Holo-Jogging-Polyester-Hose. So, ja, ich denke mal, dass die nach der ersten Waschmaschine nicht mehr diesen Effekt haben wird. Und ich denke auch mal, dass die ganz schnell so abblättern wird. Das ist nicht so PU. Das ist irgendwie wie so ein. Ja, fühlt sich jetzt auch nicht unbedingt an wie ein Badeanzug. Wieso, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall hatte ich die ungelogen 2 Minuten an und ich war pitschepatsche nass geschwitzt. Also die ist eigentlich nur wie so eine Plastikmülltüte und total unbequem, ne? So richtig. So, und dann gab es an dem Tag wohl irgendwie so eine Sonderaktion, dass man sich was für 1 Euro dazu bestellen kann. Da war aber jetzt nur Kacki bei, außer eins. Und schaut mal, das konnte ich mir tatsächlich für nur 1 Euro dazu bestellen. Ist so groß wie A4 ungefähr. Und ja, hat hier so einen Rundumreißverschluss. Und dann kannst du, dann ist das hier eine Mappe. Hier hat es so 4 solche Netzfächer. Dann hat das hier so eine Trennwand für Visitenkarten und hier noch für kleinere Sachen. Hier noch so eine große Durchreiche, so ein komplettes durchärmliches. Hier hat es auch noch mal was, so ein ganze Durchreiche und hier auch noch mal eine Tasche. Da haben wir hier noch so einen Trenner, da haben wir noch mal Blöcke, 2 reinmachen. Hier auf der Rückseite haben wir eine Netztasche und ja, und hier haben wir dann noch so 5, 6, 7 cm an Volumen, wo wir, denke ich mal, dann noch andere Sachen wie Taschenrechner, Blöcke. Ja, oder halt Bastelzeug, was weiß ich, reinmachen können, ne? Also es ist schon sehr geil und nützlich, finde ich, ne? Und dann habe ich mir, weil ich bin von der Qualität überzeugt, weil ich eben noch Tattoos gekauft. Und die Tattoos sind wirklich sehr geil und ich habe schon mal fortgekauft, weil ich damit mehrere verschiedene Sachen oder auch Fotos vorhabe. Und jetzt habe ich eben auch die hier gesehen. Und das sind komplette, ich dachte schon, manchmal wird da ein Tattoo angezeigt und dann sieht das so riesig aus, als ob das über den ganzen Rücken geht. Letztendlich kommt dann eins, was so ist. Das geht dann vielleicht für 50 Kilo Frauen auch über den ganzen Rücken, aber nicht für mich. Und hier, das hier war eben auch abgebildet als Ganzarm-Tattoo. Und Leute, schaut es euch an, es geht mir komplett von der Schulter bis hier unten hin. Also sehr geil, ne? 2 Euro. Und für jemanden, der das einfach nur mal so haben will, also ich würde meine Arme jetzt nicht gerne tätowieren lassen, zumal ich eh auch gar keine Zeit und Geld habe. Aber noch mein Fuß zum Beispiel. Aber wie gesagt, wenn ich mal sowas haben möchte, könnte ich das tragen. Das sind zwar so abgegriffene Motive, aber egal. Und das Motiv gab es auch noch. Und irgendein anderes gab es auch noch. Das, wie gesagt, das ist total abgedroschen. Das hat jeder dritte, vierte so in der Art. Aber für temporär ist es doch mal ganz geil, oder? So, und dann habe ich mir eben auch Mützen gekauft, Kappen gekauft, eher gesagt. Weil man sagt ja,
dass man auch eben Sonnenausschlag am Kopf bekommt. Genau. So, einmal habe ich mir die hier ausgesucht. Die hat hier wie so Piercing-Ringe. Dann hat die auch noch hier eine dicke, fette, so eine Sicherheitsnadel mit ein paar Anhängern. Und hier hat es Teufelsohren. Eine Mütze. Die Mützen haben alle so zwischen 1,50 Euro und 3 gekostet. Packe ich jetzt auch nicht alle aus. Die lasse ich so, wie sie sind. Und ja, manche gebe ich auch direkt weiter, deswegen lasse ich sie eingepackt, weil ich dachte mir, dass die sich auch mal als Geschenk gut eignen, weil ich finde tatsächlich nicht alle schön und habe manche auch doppelt, weil Hitty hier, die würde ich abgeben, weil, weiß nicht, die spricht mich jetzt so nicht sehr an. Dann habe ich die hier. Die ist der hier aber sehr ähnlich. Hitty hier ist halt mehr mit Weiß, die ist halt düsterer. Ich weiß nicht, ich glaube, die mit Weiß, die würde ich dann abgeben. Und die hier behalte ich. Immerhin hat die auch ein bisschen Weiß. Ja, ich glaube, die hier gebe ich auch ab. Ich lasse die mal auf dem Tisch liegen, damit ich hinterher auch mal gucken kann, welche ich behalte und welche ich abgebe. So, die hier, die gefällt mir auch eigentlich nicht. Die ist zwar ganz cool, weil die ist so used. Wisst ihr, die hat da hier so abgenutzte Sachen und so. Und die hat auch eigentlich eine coole Farbe, aber irgendwie gefällt die mir auch nicht so sehr. Nee, ich glaube, die werde ich auch abgeben. Die tue ich erstmal hier auf die Leiste. Die hier, die werde ich auf jeden Fall behalten. Die ist hier die Galaxy, hat hier einen Saturn. Ansonsten ist die schwarz. Dann die hier, ja, die ist im Prinzip so wie die, die ich weggeworfen habe. Also nicht weggeworfen habe, die ich abgeben will, nur dass die jetzt noch mehr Weiß hat und der Farbwechsel so ein bisschen pfiffiger und schneller ist. Deswegen lasse ich die mir mal da, weil ich brauche schon auch eine, die so lilafarbig ist. So, dann habe ich Shitty hier. Die gefällt mir von den Farben gar nicht. Die ist mir irgendwie so ein bisschen zu quietschig. Und die Farbkombination gefällt mir auch nicht. Die kommt weg. Die hier, die finde ich wiederum sehr geil, hat verschiedene Farben, aber es spricht mich auch irgendwie nicht so 100% an. Kommt auch erstmal auf vielleicht. So, dann habe ich noch Hitty hier, die bleibt natürlich, die ist ja ganz anders. Die hat hier so schwarze Pailletten und hier hat sie Netz. Und Hitty hier, die bleibt auch, weil da habe ich jetzt eine Hose und ein passendes Oberteil. Und hätte ich jetzt noch einen Pferdeschwanz, könnte ich den auch hier unten durchfädeln. Aber ich habe so ein Haarteil oder so bunte Extensions. Die könnte ich mir da reinstecken. So, dann habe ich die hier. Und die gefällt mir halt von der Farbzusammenstellung sehr gut. Und die ist hier so ein bisschen wolken-aquarellfarbig. Das heißt, die bleibt. So, da haben wir noch die hier. Jetzt muss ich mich mal entscheiden zwischen der und die. Boah, schwierig, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, die behalte ich. Die andere kommt weg. Wobei die andere hat mehr Neon, was mir sehr gefällt. Ja, die hier, die bleibt auf jeden Fall. Da muss ich gar nichts zu sagen. Und da haben wir sie aber nochmal. So, und jetzt ist die Frage, welche hat die Spiralen schöner oder was gefällt mir besser? Hitty hat letztendlich... Ich weiß es nicht. Eine muss hier von weg. Dann kommt die weg, weil die hat nur hier eine Spirale. Die hat hinten halt noch eine. Aber Hitty hat direkt zwei sichtbare Spiralen und hinten und überall. Und farblich, ja, die kommt weg. So, und jetzt mal gucken. Tue ich hier die Vintage-Kappe weg. Na, die behalte ich erstmal, weil die so schön stoffig ist. Und jetzt hier, ich behalte, schwierig. Ich behalte Hitty und tue die auch noch weg. Die hier behalte ich, die, ja, ich denke schon, ja, und die behalte ich. Also die anderen kommen weg. 5 Stück aussortiert. Boah, bin ich glücklich auf mich. So, kurzer Break.
So, weiter geht's. Im Rewe habe ich mir dieses geile Teil gekauft. Und zwar kann man das entweder an die Tür machen oder wir haben ja die Wendeltreppe. Dann habe ich dann das Geländer gemacht. Und zwar kann man damit hier so verschiedene Übungen machen. Und vor allen Dingen kann man sich damit nach hinten baumeln lassen. Hier zum Beispiel, das sind so ein paar Übungen. Da kann man Squats mitmachen oder hier so, hier, wie heißt es? Das heißt jetzt Hüftsenken. Ich würde aber eher sagen, so Liegestütz oder hier einfach so ein bisschen dehnen oder sich einfach so ganz normal nach hinten im Katzenbuckel fallen lassen. Und ja, mein Mann und ich finden das sehr geil. Mein Mann ist immer so, oh, was hast du denn da schon wieder gekauft? Und dann ist er aber derjenige, der es am liebsten und am meisten nutzt. Gefällt mir auf jeden Fall. So, dann ein ganz toller Tipp. Im Teddy gibt es diese Boxen. Das ist total geil. Davon habe ich jetzt auch schon mehrere. Auch in, also ich gucke immer mal im Teddy, ob es die gibt. Habe ich aber auch bei AliExpress bestellt. Bei AliExpress sind die um eine Reihe größer und kosten 4 Euro und sind ein bisschen passgenauer. Nicht von der Größe. Also die Kästchen sind genauso groß. Aber die von AliExpress, die sind nicht ganz so hoch, was das Ganze für mein Vorhaben eben optimiert, und zwar Siegelwachse. Hier haben die Siegelwachse nach oben ein bisschen Platz. Bei den von AliExpress schließen die exakt ab, aber hier dieser Durchmesser, der ist 3 cm, das heißt die Standard-Siegelwachse, die passen da hervorragend rein. Und die großen mit 3 cm Durchmesser dementsprechend natürlich auch. Ich habe hier gerade mal einen mit 3 cm und ich habe hier einen normalen und ich zeige das euch. Und das ist eben wirklich ein Game Changer, weil man so die Siegel komplett immer gut verpacken kann, weil ich habe nicht für jeden Siegelstempel einen Griff oder will es auch gar nicht. Und so kann ich immer exakt ja, gucken, was wohin gehört, ne? Also, nee, nicht was wohin gehört. Ich kann dann einfach meine Sortierkästchen nehmen und durchgucken, welchen ich dann gerade brauche. Und innerhalb der Sortierkästchen habe ich natürlich auch sortiert. Also ist schon sehr geil und sehr empfehlenswert. Tatsächlich. So, dann noch so ein Tipp. Ich war auch im Action. Hier ist übrigens auch Action bei. Diese Dinger hier, die sind der absolute Hit. So was Ähnliches. Ich weiß nicht, wie die Zusammensetzung ist, aber so was Ähnliches gibt es eben auch im DM von Skinimalist für irgendwie 8 Euro. Und das ist wirklich wie so ein Deodorant-Stick. Und das ist halt eine Gesichtsmaske aus Tonerde. Oder ist es Tonerde? Klamschimmelnei. Moment, scheiße, ich habe nicht mehr so viel Akku. Ich kann mich gar nicht, ich darf mich eigentlich nicht so lange hier aufhalten. Clay Mask, Tonerde, es muss doch Tonerde-Maske, genau. Ach, das ist jetzt noch zu. Auf jeden Fall ist das einfach wie so ein Maskenstick. Geht er euch durchs Gesicht, lasst es drauf, 10 Minuten, wäscht es ab und fertig. Dann hier aus dem Rossmann ein super Body Spray Food mit 3,5% AHA und Pink Grapefruit Extrakt. Habe ich jetzt schon mal 2-3 Mal angewendet. Riecht sehr ekelhaft, riecht irgendwie wie Insektenschutzmittel, Insektenabwehrspray und so. Also riecht wirklich eklig. Naja. Dann was ganz, 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 ganz Tolles, aber auch teuer. Ich wollte mir davon auch noch das Puder to Cream kaufen. Das ist ein Puder. Und das wird dann wie Creme, ne? Und hier, das hier ist eben ein Balsam. Und wenn man das so, ja, verreibt, dann wird das so ein bisschen schaumig und guckt mal, wie viel ich da schon verwendet habe oder wie wenig. Also ich mache das jeden Tag und trotzdem habe ich aber so wenig verwendet, aber doch gleichzeitig so viel, weil ich bin sonst nie der Abschminker und es muss mir echt schon gefallen, damit ich mich täglich abschminke. Und das ist mega geil und ich wollte mal gerade gucken, wie tief das noch geht. Ja, okay, habe ich noch ein bisschen was drin, aber ja, ist halt, ist schon gut viel drin und man kommt damit auch weit, aber ist trotzdem halt teuer, aber es ist wirklich mega, mega gut, ne? Also es gefällt mir ultra. Und es gibt auch noch so eine feste Tagescreme und Nachtcreme. Ich habe mir auch eine geholt, die ist aber widerlich, sage ich gleich mehr zu. Und wie gesagt, es gibt da noch Puder, Balsam. So, da haben wir was aus dem DM und zwar Sundance Over Sun Overnight Serum. Ja, einfach was Schönes, Erfrischendes mit Aloe Vera, Hyaluron, Kokosnusswasser, Wasser. Ich glaube, es ist auch Bepanthen drin oder Panthenol, ich weiß es nicht. Nee, hier jetzt glaube ich nicht.
Ja, fand ich ganz geil. Auch noch so ein Spezialtipp kaufe ich immer, wenn ich die irgendwo sehe. Jetzt eine ganze Zeit lang gab es die nicht mehr. 1 Euro, die sind jetzt auch kürzer als sonst. Augenbrauenrasierer, damit rasiere ich mir aber auch den Damenbart hin und wieder. Und die Nase, einfach in die Nase und so ein bisschen drehen. Muss man aber ein bisschen Übung haben, sonst schneidet man sich. Aber mega geil. So, dann habe ich hier ein Balea Plexcare Serum. Ach, da habe ich was vergessen. Ich habe davon nämlich auch das Shampoo und die Spülung. Steht aber im Badezimmer, benutze ich. Haare fühlen sich danach echt gut an, aber das wird wohl an den Silikonen liegen, ne? Und hier haben wir das Plexcare Serum. Und das ist halt für chemisch behandeltes Haar. Das soll wohl wie Olaplex sein, nur halt ganz billig. Und ja, mir tut es gut, wenn ich es nutze. Dann war ich im Rewe. Im Rewe hatten die so einen Euro, 1-Euro-Ständer. Und da habe ich unter anderem diese geilen Teile gesehen. 2 Stück, 1 Euro, ne? Das ist quasi wie ein großer Teigschaber, nur als 2 kleine. Und ich habe mir gedacht, für Resin, für Beton, für eventuell größere Mengen, sehr große Mengen. Siegelwachs sind die bestimmt ganz geil. Ich habe natürlich auch einen schon in meiner Küche in Benutzung. Und sind echt zuckersüß, die Dinger. Ja, magisch. Dann für 1 Euro hier so Magnete. Ich habe ja auch so eine Magnetschablone. Und da dachte ich mir, die sind recht okay. Hab ich mir gedacht, nehme ich mal mit. Noch so eine Sache, die ich immer kaufen muss, wenn ich sie sehe, sind diese Peeling-Handschuhe, weil das sind 2 Stück für 1 Euro. Die sind im Teddy. Und das ist unschlagbar, weil im DM kostet zum Beispiel einer schon 1,55 oder ich glaube 2 Euro oder so sogar schon. Und dass man 2 Stück für 1 Euro bekommt, ist ultra geil. Und ich wechsle die halt auch alle 2 Wochen. Und deswegen brauche ich halt auch dementsprechend viele und kaufe halt auch meistens immer 4, 5, 6 Packungen, je nachdem, wie viele es noch gibt. Hier, noch ein Spezialtipp aus dem Action. Habe ich schon fast 1 leer, habe noch 5 auf Vorrat. Ultra geil. Und zwar ist das ein Puder, wie so ein Babypuder. Und das ist matt. Und das tust du dir auf den Kopf. Riecht ganz, 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 ganz minimal männlich, aber fast kaum merkbar. Das tust du dir auch in die Haare, in die Hände und dann ab in die Haare und stylst deine Haare damit. Und kannst auch immer mal ein bisschen wieder nachstylen. Hast keine Rückstände oder so. Und es ist mega, mega, mega geil. Ein bisschen im Pony noch Haarspray, aber den ganzen restlichen Kopf, der hält. Und man kann es, wie gesagt, ja auch je nachdem noch mal so ein bisschen nachformen. Ist nur blöd beim Rauswaschen. Man muss meistens 2-mal die Haare waschen, weil beim ersten Mal schäumt es noch nicht so gut. Und ja, noch ein ultimativer Tipp aus dem DM, Baby Dream, Feuchttuchschaum, nee, Rossmann meine ich, Rossmann. Und zwar, das ist ultra geil, ja, kann man sich halt, man nimmt halt ein bisschen Klopapier oder auch ein Waschlappen oder auch ein Wattepad, was man halt gerade machen möchte, macht 1 oder 2 Pumpstoße, wo einer bei echt ausreichend ist, drauf und wischt sich dann mit der Popo oder so ab. Ich benutze es tatsächlich auch fürs Gesicht. Es ist parfümfrei, es ist Hautverträglichkeit getestet, ohne Mikroplastik, ohne Farbstoffe, extra sensitiv. Und guckt mal, ein Pumpstoß ist so viel und das ist so geil. Guckt mal, das wird vor allen Dingen, guckt euch das mal an. Da könnte ich mir jetzt den ganzen Körper mit abwaschen und guckt mal, das ist wirklich sehr, sehr, sehr ergiebig, ne? Und es riecht wirklich auch nach gar nichts, ne? Ne, es riecht nach echt nichts. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert und es bappt jetzt auch nicht. Nee, es bappt tatsächlich nicht, weil wenn es trocken ist, bappt es nicht. Und finde ich sehr geil. Und natürlich kann man es auch ohne einen Lappen jetzt auftragen, ne? Sehr cool. So, hier habe ich mir mal kleine Haarklemmerchen mitgebracht für meinen Pony. Da, im Rossmann. Ich liebe diese Pinsel. Ich liebe diese Pinsel von For Your Beauty. Und der war jetzt runtergesetzt auf 2,50. Ich glaube, um die 3 oder 4 haben die vorher gekostet. Und Make-up-Buffer-Pinsel. Ich weiß, dass die geil sind, weil ich die fast nur noch habe. Oder, ja, sehr viele. So, guckt mal, da, Isana hat auch so ein Haarpuder. Und zwar ist das jetzt für Volumen und soll wohl nach Seychellen riechen. Duft, nee, nach Melone und Hibiskus. Probieren wir doch mal, ne? Guck mal, was für eine Platzverschwendung. Voll viel Karton, ne? Obwohl die Hälfte noch frei ist. Ja, riecht nach billigen. Ja. Riecht nach irgendeiner billigen Körperlotion. Ja, cool, werde ich da mal testen. Weil das ist ja eher so Styling. Ich weiß jetzt nicht, welche Haltbarkeit oder Festigkeit, aber leicht auf jeden Fall. Aber trotzdem stark genug und hinter dir denke ich mal, hier steht ja nur Volumen. Sehr geil, mal schauen. Da haben wir noch einen Pinsel, das ist ein Rouge-Pinsel und die liebe ich besonders. Oder ist das der nicht? Ne, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Das ist ein Rouge-Pinsel, ich dachte, ach ne, ich habe den Engel, ich habe diesen schrägen.
Naja, das ist Rouge. Und ich weiß auch gar nicht, warum heißt Rouge jetzt mittlerweile Blush? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, dann habe ich hier noch ein Isana Ceramide Verwöhn Serum. Auch außen brauchst du mal mit Hyaluron, Panthenol und Allantoin. Und ich habe es hauptsächlich gekauft wegen dem Panthenol, weil ich da mit mir abends die Fresse einschmieren könnte. Dann habe ich hier die mal mitgenommen, die kosten 5 Euro. Da ist Hydro Booster, Soforthilfe gegen Fälschen, abschwellend und kühlend mit Hyaluron und Aloe Vera. Ich hoffe, die sind auch aus diesem Vlies, aber diesen dicken, dicken Silikonvlies, wie auch die Q12, hoffe ich, wie auch die Q12 aus dem DM. Hier sind 6 Stück auf jeden Fall drin und die kosten 5 Euro. Ich hoffe, die sind wirklich so. Dann habe ich hier diese feste Tagescreme. Hier ist die mit Bakuchiol, die gibt es aber auch, Bakuchiol, gibt es aber auch noch mit anderen Zusätzen. Und ja, so sieht das gute Stück aus. Ich habe es nicht abgenutzt, das ist wirklich so. Und es ist ekelhaft, ne? Es kostet 13 Euro. Es ist ekelhaft, das anzupacken, weil man die Finger dann batschig hat. Und vor allen Dingen, es ist wie eine Speckschwarte auf dem Gesicht. Es zieht gar nicht ein. Es bleibt, wie als wenn du dich mit Labello oder Vaseline eingerieben hast, ne? Es zieht nicht ein, bei mir zumindest nicht. Kannst du machen, was du willst. Es zieht nicht ein. Ich finde das total widerlich. So, dann habe ich hier aus dem Aldi, glaube ich, oder Penny. Boah, krass, keine Ahnung. Omnia. Keine Ahnung. Eine Duschcreme mit Milch und Honig. Duschcreme. Ich hoffe, das ist wie die Nivea in Dusch. Duschcreme. Sanfte Reinigung, gepflegtes Hautgefühl durch die milde Formulierung, bla bla bla. Okay, hier steht jetzt nicht, dass es wirklich. Vielleicht heißt das auch einfach nur Duschgel und das ist einfach eine Duschcreme. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist ein bisschen mit Creme, damit es für meine Haut gut ist. So, ich habe aus dem DM noch die Sundance mitgenommen. 50 sehr hoch Sonnencreme. Die gibt es ja auch als Fluid. Ich habe die auch als Stick. So, als das ist ein kleiner, wie so ein Klebestick für das Gesicht. Total niedlich und auch immer als kleine Tube habe ich es auch immer im Rucksack. Finde ich total geil. Sonnenfluid, ich weiß nicht, was Fluid, wo da der Unterschied ist. Ist auf jeden Fall teurer. Braucht man davon dann vielleicht weniger, weil hochkonzentrierter kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, die benutze ich sehr gerne. Leistet mir gute Dienste. Und wenn doch mal was schief geht oder ich es vergessen habe, weil ich benutze auch Säuren im Gesicht, deswegen brauche ich eh immer eine Tagescreme. Aber wenn mal was schief geht, auch vielleicht am Hals oder Arme, habe ich hier noch eine After Sun Lotion mit Panthenol. Und generell auch für Juckreiz nach dem Rasieren nutze ich das auch sehr gut, weil ich kriege diese Cortisoncreme nicht regelmäßig verschrieben. Leider Gottes. So, dann habe ich noch Hitters hier und das ist ein Ceramide Handfluid mit Ceramiden und Squalen für weiche und gepflegte Hände. Und da habe ich mir gedacht, was für die Hände gut ist, ist bestimmt auch für das Gesicht oder Arme oder Beine gut. Und auch mit Feuchtigkeit und so, weil dann habe ich jetzt nämlich hier einmal eine Creme und einmal hier ein Serum, dachte ich mir. Es gab davon auch noch Body Lotion und so, ich habe mir aber gedacht, nee, dazu ja so eine große Tube, ich nehme hier was Kleines für die Hände, zur Not nutze ich es dann auch nur für die Hände. Aber ich dachte mir, ja, das ist ganz cool. Dann habe ich noch aus dem, ich weiß nicht, P2, war das Aldi oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir noch hier in der Farbe Singer vom P2 einen 8 Stunden Velvet Matte Lip Cream mit Hyaluronsäure mitgenommen für 3 Euro, glaube ich. Eine wunderschöne Farbe, das ist so ein schönes dunkles Rosenholz, alt rosa und hält auch wirklich sehr gut. Überrascht mich tatsächlich, ne? Hier sind Kassenzettel, die brauchen wir nicht. Kassenzettelchen. Da, genau. Aldi habe ich auch noch hier gekauft. Von La Cura ein Aqua Complete Tuchmaske, Hyaluronkomplex und Granatapfelextrakt. Ich glaube, jetzt auch recht teuer. Ein Euro, glaube ich, sind die schon. Oder 40 Cent. Ich könnte mal gerade gucken, wenn ich hier irgendwo. Ich sah eine Hypo. Das hier war der Rossmann. Das hier war der Chedi. Das ist der DM, den brauchen wir auch nicht. Und hier haben wir den Teddy. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich nichts vom Aldi an Dings
Kassenzettel. Aber ich weiß nicht, entweder 50 Cent oder 1 Euro. Da habe ich auf jeden Fall dreimal die gelben, die rosanen, weil die noch so oft da waren. Und da ist Hyaluronsäure und Blütenkomplex für fahle Haut. Und das hier ist eben für feuchtigkeitsarme Haut. Ne? Das hier habe ich geschenkt bekommen. Den hier ebenfalls. Dann habe ich mir den mal gekauft, weil da so viele von schwärmen. Der Multitask von Concealer Iris Cover Core von in Farbe Cool Porcelain von Essence, ne? Und ja, der ist ganz cool. Aber ich möchte unbedingt mir nochmal den Löscher kaufen. Aber da bin ich aktuell zu geizig, weil ich habe so viele Concealer. Brauche ich eigentlich nicht. Und dann habe ich hier Multi-Effekt Mascara. Habe ich den gekauft? Warum ist der dreckig? Ich habe den noch nicht gekauft. Doch, sicher, eine braune Mascara. Deswegen habe ich ihn gebraucht, weil er braun ist. Und ich habe mir noch 2 Blushes gekauft. Und das fiel mir sehr schwer, weil es gab viele tolle Farben. Es gab auch wieder einen schönen neuen Highlighter. Aber ich musste mich bremsen. Und zwar haben wir hier einmal einen Powder Blush mit Wow-Effekt, mit Glow-Effekt. Das ist auch so ein schönes Alt-Rosa. Das passt hier wunderschön zu diesem Lipgloss. So barocke Rot eher. Und dann haben wir hier noch von Trended Up ein Super Glow Baked Blush. Ich wusste gar nicht, dass ich den echt nicht habe. Ich habe den gesehen und ich wusste, den habe ich nicht und den brauche ich. Der war auch noch röter. Ich habe den jetzt nur schon durchgemanscht, aber der ist wirklich, der ist krass. Den benutze ich auch nicht als Blush, sondern tatsächlich hatte ich den jetzt neulich auf den Augen als Lidschatten. Und als ja, Minimal Blush, aber eher Highlighter Blush. Ne? Ja, okay, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ja, passt gut auf euch auf und bleibt immer schön fruchtig. Tschüss.